Traditionell richtet sich an alle Absolventinnen und Absolventen von einer höheren Fachschule in Wirtschaft, Marketing, Kommunikation oder Banking Finance. Jetzt leben wir heute in einer sogenannten VUCA-Welt, volatil, unsicher, immer komplexer werdend. Und wer sich dort drin mittel- bis langfristig bewegen und die vielleicht sogar auch mitgestalten will, für den bietet der anschließende Bachelor eine sehr gute Ausgangslage und die notwendigen Kompetenzen. Voraussetzungen sind sicher Neugierde und Offenheit für Neues. Und last but not least, wer MSc, also ein Master of Science, ein konsekutiver Master, ist auch gefasst, für den führt kein Weg an einem Bachelor vorbei. Spontan denke ich an Leichtathletik, Zehnkampf, etwas in diese Richtung. Es braucht Durchhaltewillen und die Fähigkeit, sich im richtigen Moment zu fokussieren. Jetzt bei der Passerelle, wo ein Bestandteil zu einem generalistischen Abschluss ist, hat es auch verschiedene Disziplinen, wo wie bei der Leichtathletik so ein anderer Mix notwendig ist. Es braucht einmal mehr Kraft, mehr Ausdauer, Geschicklichkeit, Technik. Niemand hat überall genau die gleichen Stärken, aber der Mix macht es so ein bisschen aus. Das Schöne ist, dass mein persönliches Highlight alljährlich stattfindet, mit der Diplomfeier. In dem Moment können die Studierenden eigentlich ernten, was sie gesagt haben. Sie sind alle glücklich im Kreis von ihren Liebsten. Es wird nicht gerade Noten zurückgeben oder steht keine Prüfung an. Und dort drin ist noch mein persönliches Highlight jeweils, wenn eine Absolventin oder ein Absolvent einen von den Ehrenpreisen, die man jedes Jahr vergeben kann, entgegennehmen. Also sei es jetzt der beste Gesamtabschluss, beste Bachelor-Thesis oder der Nachhaltigkeitspreis. Seit ich dabei bin, hat jedes Jahr mindestens ein Preis ist an eine ehemalige Absolventin, Absolvent von der Passerelle gegangen. Und ich denke, das illustriert sehr eindrücklich, dass eben die Durchlässigkeit funktioniert und dass es sich mit dem Weg über Passerelle um einen durchaus ebenbürtigen Abschluss handelt.